Hallo zusammen, servus, Walking Dead ist mal wieder unterwegs. Ja, wie der ein oder andere oder die eine oder andere von euch vielleicht schon bemerkt haben, bin ich heute mal wieder mit dem Radl unterwegs. Und wie ihr sicher auch bemerkt habt, war ich in der letzten Zeit sowohl auf YouTube als auch auf Instagram nicht unterwegs, beziehungsweise habe mich dort nicht zu Wort gemeldet. Das hatte auch den ganz einfachen Grund. Meine Tochter hatte Schulferien, 6 Wochen hier in Bayern, und ich habe sowohl auf YouTube als auch auf Instagram einfach mal eine Pause gemacht und die auch mit den 6 Wochen Schulferien in Verbindung gebracht. Und ich muss sagen, es hat wirklich gut getan. Ja, und jetzt habe ich mal seit langer Zeit wieder das doch noch schöne Septemberwetter ausgenutzt und bin mal wieder mit dem Radl unterwegs. Ich bin schon eine Zeit lang unterwegs, ich habe schon 8 Kilometer hinter mir und ich weiß noch nicht, wie viel Kilometer ich heute schaffen werde. Man hört es auch schon wieder an meiner Stimme, ich habe ein bisschen ja, Asthma, und wenn ich dann radel, dann beschlägt die Stimme immer ziemlich schnell, deswegen hört sich das etwas seltsam an. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich nichts Neues. Wir haben den 9. September oder den 10., ich weiß jetzt gar nicht. Und ich habe tatsächlich vor genau 5 Jahren mein erstes YouTube-Video eingestellt. Ja, servus zusammen, hallo. Walking Dead hier. Das ist mein erstes kleines Video. Inspiriert wurde ich von Gus und seinen Jungs von Ruhrpott Outdoor. Ja. So war es damals. Gott, heute ist es nicht recht viel anders, bis auf die Begrüßung. Das heißt, ein kleines Jubiläum. Und nachdem es ja schon fast üblich ist, dass man nach einem Monat, nach einem Jahr, was weiß ich, irgendwelche Partys, Events etc. abhält, gibt es natürlich eine fette Party zum 5-jährigen Jubiläum. Das war's. Alle Augenblicke kommen Radler. Ist klar bei dem Wetter, deswegen musste ich wieder weiter. Heute habe ich übrigens wieder die DJI Osmo am Start. Ich habe sie mit einem variablen ND-Filter bestückt. Der ist dazu da, weil ich einen fixen Shutter von 100 eingestellt habe mit FPS 50 filme ich. Und dummerweise ist mir irgendwann bei einer Aufnahme von 2 Spinnen dieses ND-Filterglas mal kurz aus der Hand gefallen und auf den Boden. Jetzt hat es innen 3 Kratzer. Natürlich genau dämlicherweise auf die Steine gefallen. Jetzt kommen hier lauter Autos, muss man über die Straße hier. Naja, und weil die natürlich jetzt hier zerkratzt ist, weiß ich noch nicht mal, ob es auf dem Bild sichtbar ist oder nicht. Ja, hier wird schon
fast 14 Kilometer hinter mir. Das ist zwar nicht sonderlich viel, aber ich bin ja schon ziemlich lange nicht mehr Rad gefahren. Ich wollte eigentlich früher öfters fahren, aber das Wetter war einfach scheiße und da macht es dann auch keinen Spaß. Und naja, wenn man dann auch noch filmt dazu, ihr wisst es ja selber, man muss stehen bleiben, die Kamera aufstellen, wieder zurückfahren und. Und das geht natürlich dann in die Zeit, wenn man die ganze Zeit mit der Kamera runter muss. Und deswegen kommen wir da nicht so viele Kilometer zu. Aber egal, Spaß macht es trotzdem. Hallo, Ferdinand. Na komm, ich beiß dich schon nicht. Ich beiße nicht. Na komm. Nein? Na dann lass bleiben. Hey Pferdl. Ja, da fällt mir gerade der Friedel Fesel ein. Warum heißt der Pferdl eigentlich Pferd? Oder Pferdl? Ja. Weil es auf der Erde ist. Wenn es in der Luft wäre, dann darf es ja Pfluftl heißen. Oder? Irgendwie so war das. Ja. Friedel Fesel, wer ihn nicht kennt, vielleicht im nordischen Bereich unbedingt mal Friedel Fesel googeln, YouTuben, absolut sensationell der Kerl. Man muss ihn allerdings auch verstehen, also, aber er versucht es eh Hochdeutsch, des Häufigeren. Und wenn nicht, dann übersetzt er sogar seine Lieder ins Hochdeutsche. Ja, kaum bin ich aufgetaucht, werden die Pferde gleich in Sicherheit gebracht. Wahrscheinlich schaue ich so ausgehungert aus. Aber ich mag doch keine Wurst vom Pferd. Ach, ja, das ist doch sehr anstrengend heute wieder mal. Ich bin auf jeden Fall jetzt alles in allem 30 Kilometer unterwegs. Ja, mit einem ganz normalen Mountainbike und nicht mit einem Rebike. Da schlaucht es dann doch ganz schön. Schon nicht ohne bei der Hitze. Also für mich, wahrscheinlich steckt es jeder andere weg wie nix, aber mir reicht's. Rast.
diese weltweite Seuche, die grassiert, die hat mich leider auch erwischt. Ich habe das erst vor ein, zwei Tagen bemerkt, also ich rede von der Seuche Werbung, die hat mich auch erwischt auf meinem Kanal. YouTube hat ja bereits angekündigt, dass auch auf kleinen Kanälen, wo weitaus weniger als 1000 Abonnenten vorhanden sind, durchaus Werbung geschaltet werden kann. Ja, und bei zwei meiner Videos habe ich es jetzt gesehen, dass da auch Werbung kommt, vermutlich bei allen Videos inzwischen. Das ist also nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe da nichts davon. Wenn man sich die Zahlen so anschaut, es sind dieses Jahr schon mehrfach Glückwünsche eingegangen an mich, dass ich die plus 400 geknackt habe. Und das teilweise von der gleichen Person mehrmals zu 400, weil es immer wieder Abonnenten gab, die weggegangen sind und welche wieder, die dazugekommen sind. Also ich habe inzwischen, glaube ich, so ziemlich drei oder viermal die 400 schon geknackt. Das muss man ja erst einmal schaffen. Ich habe es mal hochgerechnet, sollte ich wirklich irgendwann die 1000 Abonnenten erreichen, wenn ich die Zahlen so anschaue auf meinem Kanal, wird es wohl darauf hinauslaufen, dass ich frühestens in 40 Jahren die 1000 Abonnenten knacke. Dann würde ich natürlich auch was davon haben. Ansonsten kassiert jetzt alles YouTube, was ohnehin nicht so viel ist, denn ich denke, bei meinen Videos, da sind die Stromkosten und die Speicherkosten höher als die Werbeeinnahmen bei den Klicks, die ich habe. Und deswegen, naja, ist es YouTube gegönnt, nicht, dass die noch pleite gehen wegen mir. Naja, auf jeden Fall glaube ich, wird es bei mir auch mit den 1000 Abonnenten nichts mehr. Da braucht es euch keine Sorgen machen, dass ich da mich noch bereichert zum Thema YouTube und Instagram-Pause. Mir hat es gut getan, muss ich ehrlich sagen. Also mir ist da nichts abgegangen. Ich habe nichts vermisst und es war auch wirklich schön, einmal ohne Kamera und ohne Film irgendwo unterwegs zu sein. Ich habe ein paar Fotos gemacht drüben bei Instagram. Irgendwo da oben ist ein Link nach Instagram auf meinen Kanal. Da gibt es auch immer wieder mal ein paar Fotos von mir. Brappehitz. Jetzt, wo die Schule wieder angeht. Naja, so. Ich mache mich wieder auf den Weg. So, ich habe jetzt 34 Kilometer hinter mir. Hat auf jeden Fall wieder mal Spaß gemacht, ein bisschen länger zu radeln. Das war's alles in allem. Ich werde hier schon wieder von Mücken angefallen. Natürlich nimmt man keinen Beiterweih mit. Auf jeden Fall war's das mal wieder von mir. Ich habe keine Ahnung, wann wieder was kommt. Was kommt? Vielleicht gibt's dieses Jahr nochmal ein Radlvideo, schauen wir mal. Aber wenn es immer die gleichen Sachen sind, dann langweilt mich das. Das schaue ich mir woanders nicht gern an und ich mag es auch selber nicht filmen, wenn es immer das Gleiche ist. Die letzten paar Kilometer, das werden jetzt noch so 4-5 Kilometer sein. Da kommt nichts Sehenswertes mehr, nur ein bisschen Straße und viel Gegenverkehr mit Fahrrad. Ja, hätte ich mal nicht so viel gequatscht und wäre schneller zum Ende gekommen, aber das ist ja normal bei mir, dann hätte der zweite Akku, den ich heute verbraucht habe, auch noch gereicht. Jetzt war aber gerade der Akku leer, deswegen musste ich nochmal schnell
den dritten einlegen. Wie gesagt, die letzten paar Kilometer sind nichts Aufregendes mehr. Deswegen sage ich an der Stelle danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, Walking Dead.